Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind auf Route 4. Wir haben den, ich habe keine Ahnung, wie der Tunnel noch mal hieß, aber wir haben den hinter uns gelassen und jetzt sind wir hier bei Route 4. Haben in der letzten Folge ein paar Pokémon gefangen, ein paar Pokémon trainiert und ja, Pokémon Trainer besiegt ist eigentlich, was ich sagen wollte, aber okay. Aber wir haben auch Pokémon trainiert. So, habe ich einen Dick da? Weiß auch gar nicht. So, wir sind voll viel von diesen Cosplay-Kindern. Hey, du bist auch. Wo guckst denn du eigentlich hin? Nee, ich bin noch nicht mal annähernd da. Seit 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Habe ich ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? Das sieht nicht aus wie 50, aber okay. Ämon. Fritzel Blitz. Okay, das ist, Pflanze gegen Elektro ist halt nicht auch nicht effektiv. Gucken wir mal, sind beide nicht effektiv. Wolfram, diese Nacht jedes Mal zu sehen, wird ein bisschen nervig, habe ich so ein Gefühl. Nee, Pflanze ist neutral gegen Elektro. Rasiere Blatttor. Jawohl. Ja, Volltreffer, jawohl. Jawohl, ja. Gut. Entwickle ich auch noch in diesem Part, bitte. Lotwurzel. So, du bist ja auf dem Wasser. Also schlecht für dich. Wieso? Oh nein. Ugh. Was? Ich bin nicht effektiv gegen dich? Nein. So. Das war auch ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Komm schon. Oh, jetzt das auch noch, ne? Jetzt werd mir ja nicht unverschämt, du. Oh. Da waren 20 HP? Was? Das ist dann doch frustrierend, wie wenig Schaden ich mache. Aua. Du. Und ich wusste es. Der lebt noch. Turbo Dreher. Oben. Okay, schön. Ja. Ah, wenn ich jetzt darüber nachdenke, waren es vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. Ich glaube, es waren 50 Tage. Kapier, solange ich tatsächlich nicht gut gewinnen, habe ich auch keine Chance gewinnen. Da können meine Pokémon nicht so gut sein. Wow. Wenig Selbstbewusstsein, bitte. Habe ich diesen Hund überhaupt schon gefangen? Ja, ne. Das ist aber blöd. Ich tue ja jetzt offscreen immer Schild bis zu diesem Zeitpunkt hier spielen, wo ich bin. Und jetzt verwirre ich immer hier. Jetzt verwechsel ich mal so einige Informationen, die ich in diesem Spiel gefunden habe oder erlebt habe. Oder in diesem Spiel. Und ja, vermischt sich jetzt so miteinander. Physischer Spezial, ja. So, ich muss natürlich einmal hier nachgucken, was es hier so gibt. Es wird wahrscheinlich ein Körper oder sein, aber warum weiß er nie? Wie gesagt, ein Schild habe ich irgendwie an einer Stelle so einen, so eine Schildkröte gefunden. Ja, ich kann wahrscheinlich nicht flüchten, ne? Und er kann tackle. Ja. Und falls ihr euch fragt, warum ich nicht jedes Pokémon plätte, das mir über den Weg läuft, weiß nicht, das ist so meine Entscheidung, irgendwie das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen, weil ich mag es nicht, wenn ein Spiel zu einfach ist. Spitzer Schnabel. Typ Flug. Und ja, wenn ich jedes einzelne Pokémon mitnehme, das mir beim Weg läuft, dann habe ich so das Gefühl, ich werde zu stark und... Das fände ich dann nicht so gut. Und lass mich raten, was du für ein Pokémon hast. Oh. Oh. Nein, geh weg. Ich bin ein Evelyn. Mir steckt ganz viel Potenzial. Pokékin Jenny. Da putze ich. Was für eine Überraschung. Du sagst jetzt auch deinen Namen, so wie ein Let's Go, Evoli. Auch wenn du nicht Evoli sagst, sondern Evoi.
was ich mal annehme, ist irgendwie der japanische Name von Evoli. Der englische Name ist ja Eevee. Sonst wüsste ich jetzt nicht, woher der Name Evoi kommt. So, also ihr Blatt. Ha. Oh, Stärkeangriff und so. Ich sag für. Da muss ich gleich einen Trank einsetzen. Ich sag für. Das ist auch immer so eine Sache. Warum renne ich nicht nach jedem Kratzer irgendwie zum Pokémon Center oder zum ich bin Evoli, aber vielleicht steckt doch nicht so viel Potenzial in mir, wie ich dachte. Warum renne ich nicht jedes Mal, wenn ich verletzt bin, zum Pokémon Center oder so? Ich bin ein Evoli. Was mache ich wohl, wenn ich wickele? Was ich mich wohl entwickle, wenn ich groß bin? Gott. Ach, ich kann ja gar nicht durch. Weil ich, wenn ich irgendwie mich lieber betränken oder so heile, anstatt irgendwie ins Pokémon Center zu rennen, dann einfach nur um Zeit zu sparen, weil ich will aber was erreichen in dem Part. Wenn ich meinen eigenen Tempo spielen will, da würde ich nach jedem Kratzer, boah, dann würde ich mich nach jedem einzelnen Kratzer irgendwie hier zurück zum Pokémon Center flüchten oder mobilen Pokémon Center, sag ich mal. Aber ja, ich will auch was in dem Part erreichen, ne? Dann tue ich lieber einen Trank einsetzen, weil sonst wird das Spiel nur noch unnötig länger und ja, einige Leute haben wahrscheinlich nicht so eine Geduld, ne? So, ich sollte dir mal hier die Dinger geben, weil du läufst irgendwie dauerhaft in Gefahr zu frecken, habe ich so das Gefühl. Diese ganzen Taschen, die verwehren mich noch ein bisschen. Eindeutig zu viele Taschen, eindeutig. Oder ist noch einer? Aber Nadelrakete. Aber da seht ihr, Mausi ist am Leuchten. So, Nadelrakete ist auch Käfer, ne? So, kann ich die irgendwie sortieren? Ach Nummer, ja, danke. Dreck. Niemand kann was lernen, Prügler. Sternschauer, Felswurf, Gegenstoß. Ich habe so viele TMs und nichts, das ich benutzen kann. Gott, ey. Weil das Blöde ist, ich habe meine... Ja, danke. Ich habe Flora an erster Position, was irgendwie immer voll schwer macht, vom Pokémon wegzurennen. Ich meine, Pika! Warte mal. Du bist ein Hochstapler, Sebastian. Jeder soll es wissen. WhatsApp. Boah. Wieder genau falsch, was ich erkämpfen musste. Komm, Igni, mach kurz einen Prozess mit dem Teil. Wenn man Nitro-Ladung außerdem sehen. Igni. Boah. Irgendwie sieht Igni aus wie so ein Sonic OC. Irgendwie. So ein selbst erstellter Sonic-Charakter. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Nitro-Ladung. Hat euch übrigens den neuen Sonic-Trailer angesehen. Der sieht nicht so schlecht aus, ne? Mein, besser als der vorherige. Ich meine, welcher vorherige, ne? Ich weiß nicht, von was ihr redet. Ich kann die Initiative nur wieder bekommen. Mein Bildschirm ist gerade ein bisschen bedeckt. Ich sehe das gerade nicht. Mabula. Was bist du? Ach, das, okay. Es ist das Ding, was sich irgendwie in so einen Ritter verwandelt, wenn man es mit dem einen anderen Ding ja tauscht, den Käferritter. Diese Tausch habe ich irgendwie noch nie verstanden. Den hat irgendwie voll umgedreht. Huhuhu. So, warte. Jetzt würde ich gerne in einen Pokéball kuscheln und schlafen. Aber Pikachu zum Mögen ist nicht im Pokéball zu sein. Jedenfalls nicht die, die wir so kennen, ja, in einigen Serien und Spielen. So, du bist dieses Irbis, dass man den Sinnelbeere entdeckt. Ha. Ich glaube, du bist Pflanze und Käfer, ne? Also habe ich gar keine Pflanze und Geist. Ich glaube, ich gar keine Chance gegen dich. Okay.
Ja, zum ersten Mal in Action, ja. Satz mit nicht, Satz mit X, war wohl nix. So, was wird dich nicht töten? Raub, ne? Raub ist Fisch. Gott. Raub war auch mal schwächer, habe ich so für. Ich mein Raub war irgendwie nur so Stärke 40 und so. Jetzt macht er eiskalte Stärke. Seine eiskalte Stärke von 60 oder so. So. Komm du mal. Hui. Habe auch schon irgendwie so durchgeguckt in meinen Boxen, ob irgendwie einige Pokémon so fähig sind irgendwie zum EV-Training und all so was. Und ne, das Gefühl, Pokémon Schild wird so mein competitive Dingen sein. Ihr wisst, Größe S geleiten am liebsten wandeln sehen von Kindern ins Jenseits. Ja, ich glaube, Pokémon Schild wird irgendwie so mein competitive, meine competitive Edition, wenn überhaupt. Ist nicht so eine Person, die oft ist ein Evoli. Ich bin jetzt nicht so eine Person, die viel competitive Pokémon spielt, also deswegen ich auch nicht so scharf drauf bin, gegen den Mario Master zu kämpfen, weil ich weiß, der will bestimmt irgendwann mal aufnehmen, wie wir beide gegeneinander kämpfen, und ich weiß, ich werde verlieren, weil guckt euch mein Team an. Und der Mel Mario Master ist so eine Person, der hat immer so die dicksten Oschis in seinem Team. So Butterlander, Gengar und so. Irgendwie die ganz dicken Bocken, weißt du, mit denen du alles an der Wand klatschen kannst, während ich irgendwie so einen richtigen Casual-Team durch die Gegend laufe. Was bedeutet, ich werde so oder so verlieren. Also, nee, deswegen habe ich nicht so Bock darauf, ehrlich gesagt. Ah. Ach ja, Evoli hat eine richtig miese fangen Chance, ne? Wenn ich nicht irre. So, bitte verreckt nicht. Okay, das Gute an Evoli ist, man kann, weiß nicht, man hat einen Haufen Möglichkeiten dazu entwickeln. Da ist jedes Wesen ist fast irgendwie willkommen. Du kannst aus jedem Wesen irgendwie was machen. Defensives Wesen, Aquana, Lachtara, offensives Wesen, das irgendwie, weil nicht. Glaciola, Psyana, wieder aus mich weg. Oh, das ist so eine Verschwendung gerade. Pokémon-Kampf, ey. Ja, komm her. Aber es gibt ja so was, das nennt sich Züchten. Da. Und ja, ich mag gerne so, weil der Vegas, der erinnert sich wahrscheinlich noch an meiner, wie ich mit Liebe meine Pokémon züchte. Und ja, ich nehme mal an, so was wird ja auch irgendwann mal hier der Fall sein, ne, in dem Spiel. Also irgendwann wird man bestimmt so, ouch, Volltreffer. Irgendwann wird bestimmt mal so irgendwie die Option geben, ihr Pokémon zu züchten. Und Pokémon. Ist das eigentlich das erste Mal, dass ein Pokémon bei mir K.O. gegangen ist? Ja, ne? Ich glaube schon. Und ja, sobald das kommt, weiß ich nicht, werde ich mal, weil ich versuchen, so offscreen so ein paar komplette Pokémon hochzuziehen. Mit dem Team werde ich auf jeden Fall nicht komplett verdreißen können. Niemand hat ein vernünftiges Wesen oder so. Aber ja, müsste ich mir ja noch mal extra anzüchten. So, Gott verdammt, da danke. Ich kann dich nicht noch weiter schwächen. So, all meine Pokémon hauen dich weg. Das gibt's jetzt nicht, ey. Mach es mir jetzt hier nicht so schwer, du bist nur ein Evoli. Ich brauche dich nur einmal. Dann kann ich züchten. Jedermanns Lieblingscharakter aus Pokémon Abridged. Ich will eine Pokémon-Krankenschwester werden. Ich will Pokémon-Meister werden. Ich will züchten. Eroko ist echt der beste Charakter der Serie.
Evoli. Es ist imstande, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. So, boom. Für den sehr seltenen Fall, dass du competitive tauglich bist. Du bist neutral. Also nicht. Ich meine, aus neutral kann man auch was machen, aber nee. Das ist so, weil nicht, wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn du dich absolut nicht entscheiden kannst, was du mit diesen Dingen machen willst. So, Gott. So, jetzt könnte ich zum Beispiel einen Beleber einsetzen und uns ein bisschen Zeit sparen, aber Beleber sind mir dann doch ein bisschen zu teuer und zu wichtig und so schwer ranzukommen. Deswegen gehe ich doch mal hier hin. Bum, bum, bum. Ist ja da irgendwie so ein Problem, wenn alle Pokémon irgendwie Erfahrungspunkte kriegen. Du musst dein Pokémon, das du gerade rangezüchtet hast, auch direkt irgendwie, weil nicht wegpacken, weil sonst tust du irgendwie aus Versehen EV-Punkte verteilen. Dann wird jetzt Pokékind erscheinen. Hey, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich hoffe, einige Leute wissen überhaupt, was ich mit EV und so meine. Ne? Ich habe jetzt nämlich keinen Bock dazu erklären. Das ist Competitive Zeugs. Ich glaube nicht, dass jeder Casual Player irgendwie genau weiß, was das ist. Ich würde sagen, wenn jemand schon das weiß, dann kann man sich schon so als competitive irgendwie so ansehen. Ich finde irgendwie so weit nicht so richtig merkwürdig, wenn ich so halt auf mich so beziehe. Hey, ich weiß, was competitive, was EV Training und also was ist. Ich bin competitive. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Jawohl, Volltreffer. Endlich mal kommt, ich sag mal, der spezielle Effekt von Rasierblatt. Was, schon vorbei? Oh, die hat doch keine Ahnung, was passiert ist. Ey. Warum ich so angezogen bin, aber ich wissen, wie sich ein Pokémon fühlt. Ich will wissen, wie sie sich fühlen. Pikachu. Pokéball. Boah, Junge. Verfolgt mich doch nicht immer so. Pokémon Let's Go sind die nicht so auf einen zugerannt, ey. Da macht mir jetzt noch ein bisschen Schaden, bevor ich wegrenne, ne? Nee, gut. Ja, da haben sie richtig Nervtöt gemacht. Stärker Tank von Käfer. Ich habe eine Käferattacke, ich habe aber keine Käfer. Pokémon, die hat benutzen können. Geh weg, Pikachu. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich schon dick da oder nicht, aber egal. Wolli, bleibst du wohl hier geblieben? Oh nee. Oh, bist gar nicht. Wolli ist mit dir zusammengeschossen und stehen geblieben. Du bist ohnmächtig geworden. Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wovon reden Sie? Ja, bin ich. Wusste ich doch, ich habe dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich habe Feuerstarter. Ich muss sagen, ich bin auf dich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadium, wenn du in die Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadium mit Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenge zu lange auf uns warten müssen. Wolli, Wolli. Wolli, Wolli, Wolli. 831. Pokémon Schild habe ich mir eine andere Nummer gegeben, und zwar die Nummer 200. Warum 200? Weil 200 die Nummer meines Lieblings-Pokémons ist. Traunfugil. Hey Daniel, schau mal, die Arena-Stadion von Turfield. Wir sind da. Das Arena-Stadion von Turfield. Musst du mir echt jetzt durch die ganze Reise hier folgen? Ey, komm schon. Arena-Alter, ja, wir sind zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Wieso müssen wir eine Weile warten, bis sie im Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist? Also bedeutet, ich kann auch nicht rein. Ach übrigens, Anja hat dich auch dick so. Oh, sie will dich was fragen, Daniel. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie immer von mir wollte. Du sollst sie auf den Hügel finden. Da ist der Typ, der Champion werden will. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf die Karte. Woll. Hey, das ist doch Sanjas Wolli. Am besten folgst du ihm einfach. Es ist der geborene Wegweiser.
Er geht allerdings. Okay, da lang. Wenn du dich sofort findest, dann haben wir auf jeden Fall einen Blick auf die Karte. Ich, Nügel werde ich ja wohl finden. Nügel geht nach oben oder nach unten. Glaube ich. Es ist ja kein seltener Anblick, wie Yao ganz gelassen hinter Wolli herläuft, die aus dem Törfelschein entwischt sind. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zur Geoglyphe einfallen lassen. Geoglyphenmarmelade, das wär's. Alle Firmen, die hier Werbung machen, gehören Rosé. Warum hast du das so komisch gesagt? Ah, nee. So, ich habe noch genug, aber Tränke brauche ich, glaube ich, ein paar. Oh, weiß er nie. So, Pokémon sind, glaube ich, noch alle voll gehalten, ne? Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem es bereut. Nope. Kraftwurzel. So, hier kann ich nicht durch, ne? Entschuldige, aber Team Yell hat mit seinem Umfug hier etwas an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf dem Feuermann gemacht ist. Also geduldig ein wenig. Und diese Dinger immer. Oh, schillige Musik. Oh. Oh. Ewigstein. Oh. Ohne TM. Bitte ist aber gut, bitte ist aber gut. Wirbler. Der Arme, der dreht Schwung vor seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. Okay. Werde ich mir merken. Gut. Dann gehen wir mal nach links. Und was hier so ist. Oder gehen wir nach vorne, weil rechts, links ist da, wo wir hin müssen. Was? Ich muss warten, bis ich dran bin. Törfelstadion. Oh, keine Informationen über den Arenaleiter. Coutini. Yara arbeitet nicht nur hart auf dem Feld, sondern natürlich auch wunderschöne Blumen. Die sind wunderschön. Man hübsches, man, wat, wenn man hübsche Blümchen mit sich trägt, werden auch Pokémon davon angelockt. Was? Weiß, wenn es ein Feuer-Pokémon ist. Top-Leber. Oh. Wahrscheinlich einer der seltensten Gegenstände, die man finden kann im Pokémon, zusammen mit Elixieren. Turfield. Hier spiegeln sich Häuser in ein idyllisches Talbecken, umgeben von Terrassenfeldern. Wolle wir folgen. Das ist schon den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen. Der ist einfach Atemraum. Wenn du ihn schon gesehen hast, gehst du am besten gleich noch mal. Hat der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. Voldemort Turfield, berühmt für den altertümlichen Geoglyphen, den Hügel am Rand der Stadt ziert. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an den Original heran. Na, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, wenn ich mich daran, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Woll. So, für der tut mich auch voll irre für eine Erlebnisse schon. Die rätselhafte Steingebilde. Wurden sie von Menschen angeschaffen oder doch eher vom Pokémon? Ein Blattstein. Hm. Direkt mal abchecken, aber weiß ja nie. Oh, das ist was zu geben. Okay, Gott sei Dank. Ich mag Steinentwicklungen nie, wenn man nie weiß, ob die neue, keine Ahnung, wenn man Pokémon mit Stein entwickelt, in den meisten Fällen lernen die dann nichts mehr. Das ist immer so, dass, was, wenn du das nicht vorher weißt, das, ja, richtig, das ist richtig nervig irgendwie. Maifo. Danke, Woldi. Woll. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Oh. Kornfelder. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Die finstere Nacht, das Dynamax-Phänomen?
Ja, ne, da unten sind kleinere, die finstere Nacht. Was? Das Dynamics Phänomen. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein Dynamaxiviertes Pokémon sein. Die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich krass. Die Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hätte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen mal Fragen. Und wie es aussieht, ist mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, das heißt Dankeschön. Diese Liga-Karte. Die Liga-Karte von Yaro. Yaro, der Arena von Törfel, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuer, Käfer und Fluggedanken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Und nimm das hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Zwei Bilber. Geh und zeig denen in Stadion von Törfel, was du auf den Kasten hast. Ah, ist klar. Oh. Ne. Flasche Tafelwasser. Geh und zeig dem. Okay. Meine Theorie ist, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geoglyphe zu erschaffen. Kann es sein, dass eine von Ewigkeiten angefertigte Geoglyphe heute noch existiert? Einfach nicht aus den Steinen raus, aber wenn ich zu viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. So, ich habe ja was gesehen. Muss mir noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Okay. Was ich bei so einem großen Charakter macht, musst du so, dass irgendwo im Törfel ein Schatz vergraben soll. Ich habe diese Karte hier, auf der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht da nicht. Hm, ich verstehe nur Bahnhof. Okay. Optionale Sache wieder. Den Kreislauf schließen. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wie ist es von Monumenten geschmieden? Soll es den Kreislauf schließen? Pflanze, Stärke, dann Schwäche. Das war Gefühl hier irgendwas, ne? Feuer. Okay, Feuer. Ja, ich habe Feuer. Okay. Darum werde ich mich ein andermal kümmern, habe ich so ein Gefühl. Und nein, ich will natürlich nicht wissen, wie man dieses Rätsel löst. Ich werde das schon irgendwann schnallen, hoffentlich. So, ich gehe mal. Freue ich aber herein und heile mich hoch. Und ich würde dann sagen, in der nächsten Folge, wenn wir jetzt da reingehen können überhaupt. Lass mich raten, mein Rivale kommt jetzt nochmal, der Hopp, und ja, der will noch irgendwie sich kloppen, ne? Lass mich raten, irgendwas passiert doch hier vor. Ja, der steht doch schon wieder da, ey. Junge. Ja, komm, ich mach dich platt hier. Ich muss meinen Starter trainieren für die Arena. Gib dir das, Daniel. Ich habe den Pflanzenhorn, das ging fix, was? Tja, wenn es um Welle geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, du wirst gleich sehen. Klar, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich mal Rivale. Okay, ich wollte schon sagen, kämpfe ich jetzt gegen den, weil das würde irgendwie gar keinen Sinn machen. Wenn ich ihn besiege, dann ist doch klar, dass ich die Arena anschaffen würde. Du kannst dich auch an einen Arena-Schaden versuchen, so oft du willst. Daher wollen sie wohl auch testen, wie stark euer Wille ist. Auf der Liga-Karte der Arena findet man interessante Anekdoten. Stimmt, die sollten wir mal ausschicken. Aha. Jaro. Alten am 17.11.2019. Wählen und entfernen. Das kann ich die löschen? Sortieren. Art und Weise. Wer es nach Nummer sortieren? Ja, 1, 189, 831.
Wie kann man hier noch mal umdrehen? Da. Dao ist der Sohn einer Bauernfamilie. Da er bereits als Kind gemeinsam mit seinem Pokémon gearbeitet hat, ist er nicht nur körperlich stark, sondern auch zu einem talentierten Trainer. Sondern wurde auch zu einem talentierten Trainer. Ihm fällt es aufgrund seiner Sanftmütigkeit schwer, gegen schwächere Gegner ernst zu machen, weshalb ihm bei der Arena Challenge die ersten Räder zugeteilt wurde. Angeblich verliehen ihm seine geliebte Gummistiefel eine bessere Standfähigkeit. Das heißt, wenn ich gewinne, dann ja, super. Also wenn ich gewinne, dann heißt es am Ende, ja, ich habe mich ernst gemacht gegen dich, ey, boah. Unlicht. Ich habe Unlicht Pokémon. Was? Pflanze. Also muss man die irgendwie. Warte mal, Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Pflanze. Aber Unlicht ist doch nicht. Und ich ist doch nicht gegen, muss ich die in der richtigen Reihenfolge ansprechen irgendwie, aber auch nicht so neutral oder zu Pflanze. Weil man bringt mir denn die in einer bestimmten Reihenfolge anzusprechen, wie soll ich denn da einen Schatz kommen? Ich spreche noch mal mit dem Knirps oder Knirpsin. Will jetzt wissen. Wahrscheinlich muss ich nicht. Hier ist auch noch wach. Was? Gift. Flug. Jetzt bin ich ganz verwirrt, weil es sind doch zwei Schwächen. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du einen Schatz auf dieser Fläche. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Ah, Wasser, ne? Okay, Pflanze, dann Stärke. So, Pflanze ist stark gegen Wasser. So verstehe ich das dann jetzt, ne? Hat der Pflanze? Nee, das ist Unlicht. Erst Pflanze, dann Wasser, dann Feuer. Pflanze? Dann. Welcher war das jetzt? Der hier, ne? Am Wasser. Kann man nicht vorstellen, dass ich die noch ansprechen muss oder so. Und wenn man da jetzt nicht funktioniert, dann was soll's. Feuer. Im Boden ist was vergraben. Du hast ein Expertengurt. Ja, du verstärkt sehr effektive Attacken. Boah. Da seht ihr mal, ne? Danilo, der kann was. Cool, was? Ein Expertengurt, das ist jetzt auch nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen. Das ist jetzt eigentlich nur gut, wenn ich gegen Wasser- und Boden-Gesteins-Pokémon kämpfe. Aber ja, besser als nichts zu tragen für Flora. Gut, sprech mal noch mit dem Mädchen. Vielleicht gibt die uns dann noch was, oder vielleicht können wir dir sagen, hey, ich habe da gefunden. Und dann wenn wir den Pfad. Hast du den Schatz gefunden? Wow, das ist ja unglaublich. Oh, ich weiß, ich bin unglaublich. Gut, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge tun wir zum ersten unsere erste Arena hier mal machen. Das ist jetzt ganz schön spät, ne? Ich meine, wie lange sind wir schon am Spielen? 5 Stunden? Jetzt kommt erst die erste Arena? Das ist mal krass, ne? Vor allem unsere Pokémon sind jetzt so Level 15 und so. 19, ja, okay. Aber die Gegner, gegen die wir kämpfen, sind auch so Level 15, 16, also so ungefähr auf Level 20. So stark war irgendwie Misty oder so in der ersten Generation. Also, das ist aber krass. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge versuchen wir uns mal an Yaro und seine Arena. Und ja,
Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.